Ja, vielen Dank für dieses sehr interessante Referat. Wir kommen jetzt zur Diskussion. Ich werde quotiert aufrufen und dann immer auch diejenigen aufrufen, die sich noch nicht so oft zu Wort gemeldet haben. Neben mir steht die Ulla. Ulla ist die Herrin über das Mikrofon. Sie wird das Mikrofon auch nicht aus der Hand geben, sondern euch an den Mund halten, damit sie es, wenn es zu lange dauert, einfach wieder wegziehen kann. Genau, wer würde denn gerne etwas sagen? Ja, da vorne gleich. Genau, die Ulla hält das Mikrofon. Meine Frage ist, ein Punkt haben Sie nicht erwähnt. Weltwährung, also Leitwährung, Dollar. Und das ist also vielleicht neben der militärischen, vielleicht noch stärkere Basis für die amerikanische, also die US-Macht. Und wir sehen daran, sobald USA gegen ein Land, irgendein Land, Sanktionen auferlegt, alle anderen Länder nicken ein. Wie kommt denn dazu? Also jetzt eine zweite anschließende Frage ist, sehen Sie eine Möglichkeit, dass diese Leitwährung irgendwann mal bald ersetzt wird und damit wir diese Übel aus der Wirtschaft. Okay, eine Frage, sollen wir sammeln oder sollen wir, okay, zwei, drei sammeln. Gibt es denn gleich jemand anders, der sich zu Wort melden will? Ja, Tim. Ihre allgemeine Kritik an der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft kann ich nur zustimmen. Aber ein historischer Punkt ist ein Fehler, der mir aufgefallen ist, ist mir auch in einer anderen Schrift von Ihnen aufgefallen. Das Außenministerium der USA, State Department, war natürlich und immer und ist das Außenministerium. Ganz andersherum wird ein Schuh daraus. Ganz am Anfang. Bisschen lauter bitte, näher ans Mikrofon gehen. Nein. Einfach nah an den Mund halten. Ja. Nein, nicht so am Mund, sondern gerade, ja. Die US-Bundesregierung hatte ganz am Anfang nur ein einziges Ministerium, nämlich das Außenministerium. Weil innenpolitisch war fast alles Ländersache damals. Okay, noch eine Frage gleich. Halt, Ulla, bleib mal stehen. Hinter dir eine Person, die sich meldet. Ja, ich habe eigentlich nicht direkt eine Frage, sondern eine Bemerkung. Es wurde ja gesagt, es wäre eventuell möglich, wenn einige Mitglieder der westlichen Wertegemeinschaft sich auf die Hinterbeine gegenüber dem US-Imperialismus stellen würden, dass dort eventuell Möglichkeiten eines progressiven Voranschreitens zu sehen wären. Ich sehe das anders. Also die Bundesrepublik beispielsweise verfolgt auf ihre Art genau dieselben Ziele wie die Amerikaner. Solange es geht im Windschatten, wenn die Amerikaner zu schwach werden, dann auf eigene Kraft. Alles, was bei uns läuft, läuft in Richtung verstärkte Militarisierung, Krieg. Also ich sehe hier sehr düster. Okay, vielleicht jetzt zur Beantwortung und an die Fragen stellen, bitte ganz laut sprechen, damit auch der Klang nach hinten kommt und auch unsere chinesischen Gäste das verstehen und dann auf die Diskussion auch eingehen können. Ja, die erste Frage war Leitwährung Dollar. Natürlich ist das ein Herrschaftsinstrument. Das haben sich die USA genauso nach dem Zweiten Weltkrieg oder dann schon im Zweiten Weltkrieg als der Sieg über Hitler-Deutschland und die faschistischen Mächte absehbar war, haben sich dieses Instrument geschaffen, genauso wie die NATO und den Marshallplan. Und natürlich ist das ein Herrschaftsinstrument der USA mit vielen Zugriffsmöglichkeiten, die heute exekutiert werden, etwa in Deutschland musste die Commerzbank eine Abteilung schließen, weil sie
Zahlungen für die staatliche Reederei des Iran abgewickelt hat. Ja, das ist ein Herrschaftsinstrument. Ich glaube nicht, dass es mächtiger ist als die militärische Seite. Viele Linke sagen, ja, die Leitwährung Dollar, das ist das Allerwichtigste. Ja, ist ein wichtiges Herrschaftsinstrument, ist klar. Deswegen gibt es ja auch von Seiten der Blockfreien, der Entwicklungsländer und nicht zuletzt von China aus, die schon langjährigen Vorschläge, dass zumindest mal angefangen wird, von innen heraus die institutionelle Basis Weltbank, Internationaler Währungsfonds zu reformieren. Ja, das funktioniert nicht und deswegen haben ja verschiedene Staaten angefangen, auch China, eine oder mehrere eigene internationale Investmentbanken zu gründen. Und übrigens auch, ne, das war ein Grund, warum der US-geführte Westen Gaddafi in Libyen beseitigen musste, weil dort eine afrikanische Entwicklungsbank im Entstehen war, die nicht nur die Leitwährung US in Frage gestellt hätte, zumindest im Ansatz, aber auch den in vielen, ich glaube in einem Dutzend afrikanischer Staaten noch von Frankreich beherrschte Währung in Frage gestellt hätte, weswegen dann eben auch Frankreich mit zu den großen Kriegsführern gegen Libyen gewesen ist. Ja, also da ist kein Dialog möglich mit diesen Typen und deswegen ist wohl der wichtigste Anpack, um die Leitwährung Dollar zu ersetzen, dadurch, dass eben eigene Entwicklungsbanken, Investitionsbanken geschaffen werden. Ja, State Department wird immer mit Außenministerium freundlich übersetzt. Gut, das wird halt so gemacht, aber das ändert natürlich nichts an den Tatsachen, dass das State Department eben sich den übergriffigen Zugriff auf jedes beliebige Land der Welt sozusagen zu eigen gemacht hat und das State Department eben sich auch als Vertretung der amerikanischen großen Investoren vertritt und von deren Interessen. Ja, wie sieht das aus, wenn einzelne EU-Staaten aus dieser Unterwürfigkeit der Europäischen Union, der EU-Mitgliedstaaten, auch eben der europäischen NATO-Staaten ausscheren? Bisher haben es ja nur, sagen wir mal, eher untergeordnete Staaten gemacht, wie Griechenland und Italien, und das ja auch nur partiell. Italien, das betrifft erstmal nur eben drei Häfen. Aber es ist eben verbunden mit einer formellen Anerkennung des Projekts Seidenstraße. Vieles läuft ja erstmal sozusagen symbolisch ab. Und insgesamt dürfen wir leider sicher sein, dass der mächtigste Staat in der Europäischen Union, die Bundesrepublik Deutschland, wenn überhaupt der letzte Staat sein wird, der hier einen solchen Schritt macht. Nicht zuletzt deswegen, weil eben Deutschland, das ist diese Zwiespältigkeit Deutschlands, er ist der beste, geschätzteste Bündnispartner der USA und zugleich der am intensivsten militärisch und geheimdienstlich besetzte Staat. Kein anderer Staat der Welt ist von den USA so in Kombination A investiv, B militärisch und geheimdienstlich besetzt, wie der beste, beliebteste, geliebteste Bündnispartner Deutschland. Ja, das setzt dem Grenzen, aber ich habe ja betont, und das läuft ja gleichzeitig auch ab, dass gerade in dieser krisenhaften Entwicklung der kapitalistischen Staaten die Regierungen
zum Teil immer weniger identisch sind mit dem, was ihre Konzerne machen. Bisher haben die etwa durch den Ukraine- und Russland-Boykott geschädigten deutschen Konzerne, da geht es immerhin um 60.000 Arbeitsplätze, protestiert, aber dann doch ja, den Schwanz eingezogen. Überall da, wo sie geschädigt werden und da, wo sie auch eben durch das schnelle Einknicken der deutschen Regierung geschädigt werden, da protestieren sie schon mal. Aber tja, zumindest ist das ein Potenzial, das wir hegen und pflegen müssen und das ja auch von China gehegt und gepflegt wird. Weitere Redebeiträge. Ich möchte nur erinnern, die Weltbevölkerung besteht zu 51% aus Frauen. Hier hat man das noch nicht so gesehen. Es gibt hinten eine chinesische Meldung. Und danach Michael. Okay. 如果我们先生对中国的了解，对中国的感情，对中国的支持，让我作为一个中国的学者非常感动。那么我认为，如果我们先生不光是一个中国问题的专家，他还是一个国际问题专家。因为如果不了解国际形势、国际问题的话，那么我觉得他很难一个人很难去真正理解中国的。 这个发展中国的这样一个所处的一个国际环境，那么我中间呢，我想提一个小问题，就是，如果我们先生中间讲到了说资本主义可以支持民主，也可以反对民主，那么我希望就是，如果我们先生能不能就当今的这个国际形势，当今的资本主义国家，尤其当然主要是发达资本主义国家，那么像美国。 Vielen Dank, Herr Rugemer, für den sehr spannenden Vortrag. Ich bin zutiefst bewegt von Ihren Kenntnissen und Ihrer Unterstützung von China. In meinen Augen sind Sie ein echter China-Kenner, aber Sie sind nicht nur ein China-Kenner, sondern auch ein Weltkenner, weil ich glaube, man kann die Probleme in China nur verstehen, wenn man auch die globale Lage gut versteht. Ich habe eine kleine Frage zu Ihrem Vortrag, und zwar haben Sie im Vortrag erwähnt, dass der Kapitalismus für Demokratie einsetzt, kann aber auch gegen Demokratie spielen. Können Sie vielleicht hier ein Beispiel nennen, wie zum Beispiel wie die USA heutzutage sich für Demokratie eingesetzt haben und wie die USA gegen die Demokratie gespielt haben? Vielen Dank. Jetzt noch Michael da vorne. Ich möchte an deine letzten Bemerkungen ein bisschen anschließen. Du hast einmal von der Hyperglobalisierung gesprochen und du hast auch in deinem Referat davon gesprochen, dass die Kapitalisten Opportunisten sind, die sich häufig auch gegen ihren Staat wenden können. Wir hatten ja früher den Begriff vom staatsmonopolistischen Kapitalismus mal geprägt. Die Verschmelzung der Macht der Konzerne und der Monopole mit der Macht des Staates. Und hatten das eigentlich so interpretiert, dass die führende politische Orientierung eigentlich von den Konzernen, von den Monopolen ausgeht, weil wir das als ein gesellschaftspolitisches Verhältnis auch definiert hatten. Wir haben dann im Laufe der Geschichte der letzten 30 Jahre davon gesprochen, dass es zur Internationalisierung
des staatsmonopolistischen Kapitalismus kommen musste, einfach durch die Form der Produktion, durch die Form der Globalisierung, dass dann also die Konzerne nicht nur Einfluss nehmen auf ihre nationale Regierung, sondern auch auf die Regierung, wo sie mit ihren anderen Firmen und ihren Interessen in Konflikt geraten. Walter Bayer hat davon gesprochen, dass sich daraus hin entwickelte ein System der Regulierung durch internationale Institutionen und hatte auch die Hoffnung, so habe ich jedenfalls verstanden, verbunden, dass diese Institutionen ihre Rolle auch weiter positiv gestalten können. So habe ich das gesehen. In den Verträgen CETA und so weiter wurde ja eine etwas andere Methode noch verwendet, da wurde dann die Schiedsgerichte genommen. Meine Frage ist also jetzt, wie gilt diese Orientierung eigentlich noch? Es sieht doch im Augenblick so aus, als ob Trump mit seinen Twittern sozusagen das Primat der Politik vorgibt. Du hast davon gesprochen, dass dann auch die Konzerne zwar protestieren, aber im Endeffekt doch kuschen. Ist das eine neue politische Entwicklung jetzt? Ist damit eine Veränderung der Globalisierung erreicht worden? Stimmt unsere Definition von der Internationalisierung des staatsmonopolistischen Kapitalismus nicht mehr? Wer hat denn jetzt eigentlich noch die führende Rolle? Wir hatten die Definition von Industriekomplexen, besonders auch von Militärindustriekomplexen, aber auch von Industriekomplexen der wissenschaftlich-technischen Revolution, die eine besondere Rolle auch in der Entwicklung von Politik spielen. Müssen wir davon Abstand nehmen? Das wäre noch ein Punkt, den ich gern von dir mal hören würde. Ein Punkt. Eine letzte Frage noch. Ja. Da vorne, genau, die Dame mit dem roten Pullover. Ja, ich habe zwei Fragen und das eine ist, was bedeutet eigentlich genau 700 Millionen Menschen aus der Armut zu holen? Gleichzeitig ist ja die Polarisierung in China seit der Zeit der Öffnung total angestiegen. Ich kenne mich nun mit so Kennziffern nicht so aus. Ich weiß nur, von 2005 war der Gini-Koeffizient auf 0,45. Wie es sich inzwischen entwickelt hat, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall nicht das, was man sich wünscht von einem Land, das eine sozialistische Orientierung benennt. Das ist das eine. Das andere ist, was ich nicht verstehe zurzeit, ob man eigentlich die beiden China und also den Westen und China so gegenüberstellen kann. Die sind ja durch die wirtschaftliche Verflechtung total miteinander verbunden, systemisch verbunden, so dass man ja sogar sagen kann, dass China als Gläubiger der USA auch diese ganzen kriegerischen Raubzüge mitfinanziert, ohne dass es das in irgendeiner Weise subjektiv will. Dazu hätte ich gerne eine Einschätzung. Die letzte Frage habe ich nicht wirklich verstanden. Dass China mit als Gläubiger der USA die Kriege der USA auch... Ja, gut. Ob du dazu was sagen kannst? Ja, gut. Okay. Ja, die Fragen werden allmählich schwieriger. Das ist gut so. Ja, die Frage des chinesischen Referenten war ausgangs meiner Feststellung oder der bekannten Tatsache, dass Kapitalisten sowohl für als auch gegen Demokratie sein können, wobei ich ja angedeutet habe, dafür ist nicht so stark, gegen ist ein bisschen stärker. Ja, aber wie sieht das am Beispiel der USA aus? Die Demokratisierung in den USA und die Demokratisierung, die durch die USA in anderen Ländern befördert wird, wurde und wird, war und ist immer zwiespältig. Es ist nie eine wirkliche Demokratie, sondern sie ist
sozusagen ein konjunkturelles Zugeständnis. Das war, wie ich am Anfang angedeutet habe, bei und nach der amerikanischen Revolution schon so. Man hat zuerst ein bisschen mit Aufklärung und Menschenrechten herumgehampelt und auch einige damalige fortschrittliche demokratische Elemente eingeführt, ein Wahlsystem, ein Parlament, gewählte Abgeordnete. Aber vor allem in dem Einfluss auf andere Staaten haben die USA eher nicht demokratische Formen gefördert. Das ist ja bis heute so, auch sozusagen im Bild der meisten Menschen der Welt, auch sicherlich der meisten Deutschen. Die USA, in den USA selbst, das ist ziemlich demokratisch, gibt es ein paar Fehler dabei, aber im Ausland, das sind die irgendwie anders. Da unterstützen die Putsche, da unterstützen die faschistische Diktaturen. Ja, und ich verdeutliche das mal am besten, weil wir gerade hier uns in Deutschland aufhalten. Wie haben sich die USA in Sachen Demokratie in Deutschland verhalten? Also ich mache jetzt einen ganz kurzen Durchmarsch durch ein Jahrhundert. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die USA den für die anderen Verliererstaat Deutschland am meisten gefördert. Und zwar zum eigenen Vorteil natürlich. Und zwar nach dem Ersten Weltkrieg wurde Deutschland zum Hauptinvestitionsstandort der USA in Europa. Die USA, die großen Konzerne, Ford und so weiter, haben auch in Frankreich, Spanien und so weiter investiert, aber vor allem in Deutschland. Natürlich, weil Deutschland am meisten geschwächt war durch den Krieg, auch moralisch diskreditiert war durch den Krieg, aber vor allem, weil Deutschland das größte Land war und weil es die zentrale, zufällige territoriale Stellung im Zentrum Europas hat und weil es das technologisch entwickelste Land damals, vor allem in der Pharmaindustrie, in der chemischen Industrie gewesen ist. Ja, das wurde unterstützt bekanntlich durch zwei große Investitionsprogramme, sozusagen die Vorgriffe auf den späteren Marshallplan. Der Ihnen sicherlich aus der Schule bekannte Dawes-Plan, geführt von dem Chef von General Electric, und dann später der Young-Plan, in dem eben amerikanische Kredite und weitere Auflagen bei diesen Krediten dafür gesorgt haben, dass amerikanische Investoren in Deutschland günstig an Niederlassungen gekommen sind. Und es gab noch sozusagen einen Hintergedanken durch das Versailler Abkommen, das ja unter Führung der USA 1919 beschlossen worden ist, wurde Deutschland verpflichtet, an die Siegermächte Frankreich, England, Italien und noch ein paar andere, die da auch mitgeschwommen sind, Entschädigungen zu zahlen.
Jetzt war aber ne, das Deutsche Reich natürlich nicht reich und hätte diese Verpflichtungen nicht bezahlen können, auch weil die USA natürlich interessiert waren, Deutschland wieder aufzubauen, wirtschaftlich, um ihren Markt zu erweitern. Und deswegen hat eben Deutschland auch als Staat, die Reichsbank, die Reichsbahn und so weiter, haben amerikanische Kredite aus dem Dawes-Plan bekommen. Und zwar auch deswegen, damit Deutschland den Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag, Reparationen an Frankreich und England nachgehen konnte, weil nämlich wiederum vor allem England und Frankreich für die Finanzierung ihres Krieges gegen Deutschland sich in den USA verschuldet hatten. Also die Wall Street hat Deutschland Kredite gegeben, damit Deutschland die Reparationen bezahlen konnte, damit die Reparationsempfänger England und Frankreich ihre Kredite an die Wall Street zurückzahlen konnten. Ja? Ja, so macht man das. Und ja, das hat dazu geführt, dass die wichtigsten amerikanischen Unternehmen bis dann zum Ende der Weimarer Republik 1933 etwa 300 große amerikanische Konzerne, die damals führend waren, Ford, General Motors, Coca-Cola, IBM, ITT, AT&T und so weiter, in Deutschland Niederlassungen, Filialen, Vertriebssysteme hatten. Da könnte man sagen, da haben die USA den Versuch, nach dem Kaiserreich aus Deutschland eine Demokratie zu machen, wirtschaftlich unterstützt. Ja, aber gleichzeitig haben sie durch diese Politik und die damit auch verursachte Weltwirtschaftskrise die deutschen Regierungen geschwächt. Die USA haben natürlich auch nicht, genauso wenig wie in Russland, in dieser Zeit die Arbeiterbewegung gestützt und die amerikanischen Konzerne, Ford und General Motors und so weiter, haben in Deutschland gegen die Gewerkschaften gearbeitet. Und ja, und deswegen war dann mit der Regierungsübernahme Hitlers kein großer Schritt dahin, dass Ford, General Motors, auch Coca-Cola bei den Parteitagen der NSDAP, große Werbeplakate, Coca-Cola und so weiter. Ne, das war dann kein großer Schritt, dass diese amerikanischen Konzerne die NSDAP unterstützt haben. Und der amerikanische Botschafter William Dodd, der zunächst 1933 von Roosevelt eingesetzt worden ist, ist auf Initiative der Wall Street Banken 1937 abgelöst worden. Ja, ne, also hier können wir sehen, wie ambivalent die Förderung der Demokratie durch die USA in Deutschland gewesen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg können wir eine ähnliche Ambivalenz sehen. Natürlich auf dem abgetrennten, von den USA abgetrennten Gebiet Deutschlands, Westdeutschland, wurde eine parlamentarische Demokratie eingeführt, auch ein föderales System nach dem amerikanischen Vorbild mit Bundesländern. Das war natürlich ein demokratischer Fortschritt gegenüber dem Hitler-System. Ja, aber gleichzeitig, na, das ist ja Ihnen allen bekannt, wurde diese Demokratie auf einem Teilstaat, auf einem Teilgebiet Deutschlands, militärisch wieder eingefangen. Und eben nicht nur
dann zu einem NATO-Mitgliedstaat gemacht, sondern eben auch zusätzlich und am intensivsten von allen westlichen, westeuropäischen Staaten militärisch besetzt und ist das bis heute. Und die amerikanischen Konzerne, die insbesondere dann seit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten und der DDR seit 1990 in Deutschland, im Vereinigten Deutschland wirksam geworden sind, haben die Demokratie nicht befördert, sondern abgebaut. Das begann in der Treuhandanstalt. Die wichtigsten Berater, die zur Ausplünderung der DDR unter Marktwert herangezogen worden sind von der damaligen Regierung von Bundeskanzler Kohl, PricewaterhouseCoopers, McKinsey, JP Morgan. Ja, sie haben dazu beigetragen, dass die Rechte von Arbeitnehmern abgebaut worden sind. Das hat dann in einer weiteren Welle dann ab den 2000er Jahren durch die Agenda 2010 sich weiter fortgesetzt und die amerikanischen Investoren, die dann seit 2000 in Deutschland die wichtigsten Unternehmen aufgekauft, verwertet haben, das habe ich ja in meinem Buch Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts genauer beschrieben, haben ebenso dazu beigetragen, dass Gewerkschaften geschwächt, dass niedrige Löhne und so weiter. Ja, na, das heißt, die Demokratie wird von den USA auch im Ausland, in wichtigen Staaten, sozusagen als eine konjunkturelle Beigabe gefördert, aber mit inneren Haken versehen und hält dann auch, wie gegenwärtig, eine Kraftprobe in der Krise nicht aus, jedenfalls nicht dann, wenn man den amerikanischen Beratern folgen würde. Ja, dann zuletzt die Frage, oh mein Gott, das war ja nur die erste Frage. Ich glaube, ich muss es kürzer machen. Stamokap hat einer gefragt, wie steht es denn damit? Wer hat heute die führende Rolle? Ja, ich glaube, da müsste ich jetzt noch ein bisschen länger werden. Machen wir aber nicht. Ja, ja. Ist ein komplizierter Fall natürlich, weil Regierungen zwar sozial abgespeckt, verschlankt worden sind, aber natürlich den Zugriff auf das Militär haben. Da können ihre eigenen, von der Bevölkerung und den Gewerkschaften mal ganz abgesehen, sogar Unternehmen was anderes wollen. Aber ja, wenn es hart auf hart kommt, dann haben doch nicht die Bundesregierung, ne, das ist vielleicht auch ein Unterschied zum Stavokap, nicht die Bundesregierung, sondern die amerikanische Regierung. Oder auch nicht mal die Regierung, sondern das Militär, die Geheimdienste, die entscheidende Rolle. Ja, in China wurden 700 arme Menschen, Bauern, verarmte Bauern aus der Armut geholt, aber ja, dann gibt es auch viele reiche Menschen. Ja, gibt es. Wobei der wichtige Unterschied ist zu hier, diese reichen Menschen haben keine Einflussagenturen. Keine eigenen Einflussagenturen. Ne, sie haben zum Beispiel keine christliche Partei, die sie finanzieren seit 70 Jahren. Seit 70 Jahren übrigens. Nein, seit 72 Jahren. Es hat schon vor der Gründung der Bundesrepublik angefangen. Ne, das heißt also, die Reichen in China haben keine
eigenen Klassenkampfinstrumente. Sie haben nur ihren Reichtum. Sie haben nur ihren Reichtum, womit sie natürlich auch schon viel machen können. Aber ne, der Weg zur Systemänderung, zur Entscheidung über Krieg und Frieden, ne, da sind die Instrumente nicht da. Natürlich, ne, das sagen viele Linke, ach, ich wünsche mir doch einen Sozialismus. Da sollte es diesen großen Unterschied zwischen denen, die zwar inzwischen viel, viel mehr verdienen als vorher, aber denen, die noch viel mehr haben. Das, also ich habe den Wunsch, das sollte es so nicht geben. Ja, ich wünsche das auch. Aber, tja, eine Frage des Klassenkampfs ist noch nicht geschafft. Aber es ist eine Abwägung. Es gibt nicht, wenn du ein verarmtes Land erbst. Wobei China neben Russland zu den am meisten geschädigten, zerstörten Ländern des Zweiten Weltkriegs gehörte. Also einerseits geschädigt, zerstört, Infrastruktur kaputt und so weiter. Und dann noch feudal beherrscht gewesen und dann noch mit Hilfe von Amerikanern und deutschen Faschisten. Ja, wenn du das erbst und gleichzeitig noch blockiert und bekämpft wirst, tja, da kannst du nicht sagen, ach, ich wünsche mir jetzt mal, ja, dass alle, ne, so. Ja, was war noch? China und USA wirtschaftlich verknüpft, Kriege nicht möglich. Na, ach so, ja. Ja, durch dies, ich habe es versucht deutlich zu machen, es war eine Existenzfrage für die Volksrepublik, zum Beispiel nicht das absehbare Schicksal der Sowjetunion zu erleben und unterzugehen, weil man zu schwach ist. Gegen den übermächtigen, auch wirtschaftlich zu schwach, gegen den übermächtigen westlichen Kapitalismus. Es war eine Existenzfrage, sich den Kapitalismus ins eigene Haus zu holen. Dadurch entstehen die verschiedensten Verknüpfungen, auch dadurch, dass zur Förderung des eigenen Exports China sich gezwungen sah, eben amerikanische Staatsanleihen zu kaufen, die sie inzwischen versuchen abzustoßen, aber es nicht so schnell machen können, weil sie sich dann auch selbst gefährden würden. Ja, Leute, verdammt nochmal, Klassenkampf ist keine eigene Wunschgeschichte. Das ist nicht so einfach. Da muss man kämpfen. Angesichts der Zeit würde ich jetzt noch eine Frage zulassen vom Walter. Wir machen jetzt 2 Stunden. Vielleicht die letzte Frage von Walter. Wir haben ja auch morgen noch den ganzen Tag und Werner wird ja auch morgen da sein, meines Wissens, und da könnt ihr ihn dann in den Pausen auch nochmal fragen. Walter. In China hört man oft die Meinung, mit jedem Problem, das wir lösen, tauchen 3 neue auf. Ich beziehe mich jetzt auf dieses Thema, die Reichen in China, das du gerade angesprochen hast. Soweit ich das mich erinnere, gibt es in China die größte Milliardärsdichte, was einerseits nicht verwunderlich ist bei 1,4 Milliarden Leuten, Menschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es stimmt, wie du sagst, dass sie nur ihren Reichtum haben. Natürlich gehe ich davon, das wären seltsame Reiche, die sich damit zufrieden geben. Natürlich ja. Geht es doch darum, diesen Reichtum zu behalten und zu vergrößern. Dazu brauche ich politische Rahmenbedingungen, auf die ich Einfluss nehmen muss. Natürlich nicht mit einer katholischen Kirche, wie du sagst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Strukturen nicht existieren. Meine Frage ist auch konkret, gibt es diese Reichen, diese Milliardäre auch in der kommunistischen Partei und ist das eventuell eine Struktur, mit der ihr Reichtum verteidigt werden kann?
Ja, das beschäftigt den braven Linken natürlich in Deutschland besonders, ist klar. Ja, in China gibt es nicht die größte Milliardärsdichte. Schon gar nicht angesichts der 1,4 Milliarden Menschen. Also die meisten Milliardäre gibt es immer noch in den USA. Mein Gott, es ist langweilig, aber ist noch so. Aber es gibt natürlich eine Menge Milliardäre und davon sind einige auch in der kommunistischen Partei. Ich finde das wunderbar. Zum Beispiel der Gründer von Huawei war zuerst in der Volksbefreiungsarmee und dann hat er Huawei gegründet. Ich finde das fantastisch. Und Huawei arbeitet in China wunderbar, soweit ich das sehe, technologisch erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich. Die erfinden wenigstens noch was. Na, das ist ein Unternehmer, der auch selber was erfunden hat. Gibt es in Deutschland eigentlich, weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Ja? Die verwalten noch in der fünften Generation, ja. Ja, jetzt könntest du dir denken, dass da Strukturen bestehen. Ja, musst du mal sagen, was du dir da denken kannst oder was du da gehört hast. Also wie gesagt, wichtige Einflussagenturen, die zur weiteren Stärkung der Privilegien durch Reichtum dienen sollen, kenne ich so nicht, aber wie gesagt, ich war noch nie in China und habe keine geheimen Beziehungen, weder zur einen noch zur anderen Seite. Alles möglich, ja. Und was ja zu dem gegenwärtigen Konflikt in Hongkong beiträgt oder über Hongkong, ist ja die enge Verflechtung vieler reicher Millionäre in China Festland mit Hongkong. Deswegen gibt es ja den Vorschlag dieses Auslieferungsgesetzes, dass die vor allem westlichen Steuerfluchtberater, die in Hongkong sitzen, die einheimischen Milliardären und Millionären oder reichen Leuten im Festland China zur Steuerflucht verhelfen, dass die an China ausgeliefert werden. Ja. Natürlich ganz viele ehemalige Mitglieder der Feudalklasse, die durch die Revolution entmachtet worden sind, sind ja dann nach Hongkong geflohen oder nach Kanada oder nach Taiwan. Und da gibt es immer noch Beziehungen, die natürlich auch zur Vermehrung des Reichtums immer noch genutzt werden wollen. Tja, so sieht Klassenkampf aus, Junge. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Referat an Werner Rügemer und vielen Dank auch für die wirklich interessante Diskussion im Anschluss. Ich möchte mich ganz herzlich auch bedanken für die Disziplin und für diese Ruhe, die hier in diesem Raum war, dass das alles wirklich sehr, sehr gut geklappt hat. Und ich freue mich sehr auf einen zweiten Tag der Konferenz morgen ab 9.45 Uhr hier im gleichen Ort. Ich bitte euch alle pünktlich zu kommen, weil wir ein wirklich volles Programm haben. Wir werden starten mit unseren chinesischen Gästen, die dort 3 Vorträge halten werden und dann auch noch Vorträgen von Inga Solti und Wolfgang Müller. Ich hoffe, dass ihr heute nicht zu lang macht. Wir können auch morgen Abend noch beim Bier da sitzen, damit wir morgen tagsüber alle fit sind und diskutieren können. Vielen Dank und einen schönen Nachhauseweg. Applaus